Ich bin wie immer zu spät. Ich will euch heute zeigen, was ich wirklich innerhalb, wenn man Mutter ist, dann hat man wenig Zeit und was ich wirklich so ganz schnell so benutze, damit ich wirklich ganz frisch aussehe. Wenn ich wirklich keine Zeit habe, dann kommt erstmal der Dutt. Wo sind die Haare hier hinten, bitte? Ich mache dann hier vorne immer noch so ein bisschen was raus, damit es jetzt nicht allzu scheiße aussieht. Was auf gar keinen Fall fehlen darf, no, das darf auf never ever fehlen. Da ohne gehe ich eigentlich gar nicht aus dem Haus. Feuchtigkeitscreme, das brauche ich auf jeden Fall. Und was ich da so nehme, das blende ich euch auf jeden Fall ein. Das trage ich am meisten schon vorher auf, weil das dann schön einziehen kann. Ihr wundert euch wahrscheinlich, du siehst heute so ein bisschen anders aus. Yeah, Babys, ich habe Kontaktlinsen drin. Die machen einfach das Auge so ein bisschen fresher. Ich weiß nicht, ob es jetzt fresh aussieht, aber ich habe versucht, so ein bisschen fresh zu sein. Okay, wir haben die Creme drauf. Also die mache ich meistens schon, wenn ich aufstehe. Direkt beim Zähneputzen schon mal auf, dann habe ich das schon mal weg. Jetzt kommen wir zu unserem interessanten Teil. Ich habe schon lange kein Make-up, also ihr wolltet es. Ich wollte nicht mehr so viel Make-up haben, aber ihr wolltet es. So, ich habe mich umentschlossen. Ich mache doch lieber so einen Pferdeschwanz, weil der Mami-Dutt, dafür sind meine Haare einfach zu kurz. Was ich auf jeden Fall benutze, ist der Clinique All About Eyes Concealer. Da kommen wir auch gleich zum, Spiegel. Da trage ich den immer so punktuell so ein bisschen auf, wo ich denke, okay, weil nämlich, wenn ich ganz schnell, also was auch gar keinen Fall fehlen darf, ist immer Concealer. Den muss ich dann auch einarbeiten. Sagt ihr wahrscheinlich, oh, das ist doch kein Under Rush Make-up. Für mich definitiv schon. Wenn ich es mit den Fingern einarbeite, dann sieht das alles nachher so fleckig aus. Deswegen, also mein Must-Have ist auf jeden Fall der Concealer. Concealer is my best friend. Und da muss ich auf jeden Fall so ein bisschen einblenden. Ich sehe super frisch aus, wenn ich nur schon ein bisschen Concealer drauf habe. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann nehme ich das neue Maybelline Dream Satin Liquid. Trage ich das auch nochmal auf. Das mache ich aber jetzt nicht. Und wenn ich noch extra viel Zeit habe, dann benutze ich noch einen Primer. Der ist hier von Fenty Beauty. Also dann weiß ich, okay, das sitzt auf jeden Fall alles richtig an der Stelle. Und, aber da wir ja jetzt keine Zeit haben, mache ich nur Concealer. Als nächstes benutze ich dann noch so ein bisschen Puder, um das Ganze zu setten. Aber auch noch so wirklich ganz schnell einfach so rüber, dass das Ganze so ein bisschen sich ausgleicht an Hals und passt. Und dass das einfach ein bisschen über die Augenlider, also gar nicht mal so konsequent. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Meine Güte, Hamza hat gerade erstmal eine Runde geheult. Da muss ich, glaube, wir waren beim Puder, ne? Ihr merkt es, manchmal bin ich einfach total angespannt. Das tut mir auch total leid, aber ja, ich muss da echt manchmal wieder so reinkommen. Also, locker. Relax, take it easy. Dieses Make-up dauert bei mir, wenn ich das wirklich schnell mache, dauert das maximal 6 Minuten. Also achtet jetzt nicht darauf, dass ich jetzt so viel laber und so. Das geht eigentlich relativ schnell. Jetzt habe ich hier das Contouring Powder von Claudia Schiffer. Das ist das Contouring Powder. Ich dachte immer, das wäre ein Bronzer. Naja, egal. Damit mache ich ganz schnell hier so ein bisschen meine Wänkchen. Das ist ein bisschen so, dass ich so ein bisschen Tiefe mehr im Gesicht habe. Brauche ich euch alles nicht mehr erzählen. Erzähle ich euch schon seit Jahren. Immer dasselbe. Deswegen war ich mir immer so unschlüssig, ob ihr noch so Lust auf Make-up habt, weil es ist wirklich immer nur dasselbe. Nase spare ich mir dann meistens immer auf. Das ist irgendwie so ein Blush von Maybelline. Das ist einfach nur, das hat so einen schönen, peachigen Ton. Es gibt so ganz leichte Frische. Und davon nehme ich auch nur ganz wenig. Ich mache das meistens, guck noch nicht mal in den Spiegel. Also das ist alles schon so routiniert, dass ich das einfach so schnell auftrage. Na, sehe ich schon fresher aus? So, was ich auf gar keinen Fall misse, ist auch schon Hit the Pan. Seht ihr, ist ein Highlighter. Das ist der Mary Luminizer. Ich benutze eigentlich immer viele verschiedene, so, die ich gerade da habe. Aber guck mal, dieses kleine bisschen Highlight, das macht es schon immer gleich aus. Und das gebe ich hier so ein bisschen, damit es so ein bisschen Frische hat. Und was ich auch auf jeden Fall mache, ist hier so ein bisschen auf meine schiefe Nase. Aber nur ganz wenig auf die Spitze, weil wenn ich es auf die Länge auftrage, dann macht das Ganze noch länger, als wie das schon ist. Darüber habe ich jetzt mit euch schon mal gesprochen. Ich möchte gerne Microblading machen und da gibt es hier wirklich sehr gute Studios. Ich hatte mich auch schon erkundigt, aber die meinten, das geht leider nicht, weil du noch stillst, weil durch dieses Einarbeiten in die Augenbrauen
dass auch diese Farbe ins Blut übergelangen kann. Und deswegen meinten die, musste leider dich noch ein bisschen gedulden. Muss ich, glaube ich, in der Tat. Aber wenn dieser Schritt wegfallen würde, diese Augenbrauen ständig anzumalen, dann wäre das natürlich richtig, richtig mega geil. Ich habe hier den Brow Pencil von Benefit. Den nehme ich sehr gerne in der Farbe 3. Und da gehe ich auch nur immer ganz schnell so ein bisschen rüber, dass das so ein bisschen ausgefüllter aussieht als wie wenn nicht. Und ich lasse meine Augenbrauen so auch ein bisschen wachsen, so dass das einfach nur so ein bisschen aufgefüllt ist. Ich mache das mal eben fertig. Ich glaube, man sieht auch direkt den Unterschied, oder? Also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr viel, viel frischer aus. Also diese Seite irgendwie auf die... Okay, ihr seht, mit ganz wenigen Mitteln kann man schon ein bisschen frisch aussehen, worauf ich jetzt nicht verzichte. Meine Wimpernwelle ist jetzt schon ein bisschen leider schon ein bisschen her. Ist auf jeden Fall die Wimpernzange. Wenn ihr mich jetzt im Nachhinein fragt, hat das was gebracht? Ja, es hat was gebracht. Würdest du es wieder machen? Ja, wenn ich jetzt nicht gerade ein Kind hätte und... Also ich muss sagen, die Zeit ist wirklich sehr, sehr begrenzt. Man hat einfach keine Lust mehr. Also, oder es geht mir so, ich habe einfach keine Lust mehr. So, dann denke ich so, okay, jetzt will ich ins Studio. Dann muss ich das, dann muss ich in den Bus steigen, dann muss ich das machen. Oh, wie soll ich das alleine mit den Kinderwagen machen? Und hier und da, dann überlegt man sich, hast du die Lust da jetzt hinzufahren? Oder ist das so notwendig, dass das jetzt ein, also dass das jetzt sein muss? Meistens habe ich dann gar keinen Bock mehr. Gott, ey, ich bin so träge geworden. Das heißt aber nicht, dass ich mich gehen lasse oder sonstiges. Also ich bin schon eine Frau, die auf sich natürlich achtet, ne? Ich wünschte, meine Freundinnen, die würden hier ein bisschen in der Nähe wohnen, weil manchmal merke ich so, ich bin richtig asozial geworden. Also nicht asozial im Sinne von Assi, sondern asozial einfach. Also ich habe nicht mehr so viel Kontakte und das ist irgendwie Schiete. Beziehungsweise meine ganzen Kontakte, die wohnen so weit weg. Und jetzt ohne Auto ist das natürlich noch ein bisschen schwieriger. Naja, okay. Letzter Schritt, vorvorletzter Schritt. Einmal habe ich hier eine Mascara, die ist so scheiße, dass die einfach so scheiße ist. Das ist die Love Lash Seduction Mascara. Das Gute an der ist halt, dass die waterproof ist und ich brauche waterproof. Aber die Wimperntusche ist so scheiße, das sieht so scheiße verklebt alles aus, dass es von Weitem schon wieder gut aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, da braucht ihr nur so ganz wenig von, das merkt ihr jetzt auch gleich. Seht ihr, ich habe nur einmal rüber getuscht und dann ist das schon so scheiße. Sorry, Love. Also ihr habt bestimmt auch echt geile Produkte. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo hast du die denn her? Gibt es die jetzt in der Türkei? Nee, die hat mir eine liebe Kollegin geschickt. Ja, irgendwie verklebt, das sieht alles so klumpig aus. Also nicht klumpig, aber die ist so feucht. Versteht ihr, was ich meine? Seht ihr das jetzt? Aber von Weitem, wenn man wirklich keine Zeit hat, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Und das Gute ist an der, dass der waterproof ist. Wenn ich on the rush bin, dann verzichte ich definitiv auf Eyeliner, weil das mir einfach zu viel Zeit raubt. Oder ich habe das auch ganz oft, dass dann einfach einer anruft und sagt, wir sind gleich da. Das sind ja mir immer die liebsten Gäste. Ne, wir sind gleich da. Toll, und dann kommt da gleich einer. Und das hatte ich nämlich letztens. Ich hatte Besuch gekriegt, beziehungsweise, ja, ich hatte Besuch gekriegt und ich schwör's euch, 10 Minuten bevor der Besuch kam, war ich nicht fertig. Ich hatte kein Hemd gebügelt und ich hatte kein Make-up drauf. Ich sah aus wie Kacker und... In der Zeit habe ich auch noch Samish angemacht, von wegen, er hätte mir ja nicht geholfen oder ich musste meine Frust irgendwo rauslassen und die Frust war dann er. Und ich habe es wirklich geschafft, innerhalb von 10 Minuten mich fertig zu machen, Leute. Ich habe hier einen Muttermal, den mache ich immer gerne nochmal so. Bisschen mehr. Ich mache hier immer noch mal einen Highlighter in meinen Innenwinkel rein, damit mein Blick geöffnet wird, seht ihr, das macht so sofort was aus. Und der allerletzte Schritt, da verzichte ich auf so knalliges Lippenzeugs, mag ich dann nicht so gerne, sondern ich will ein on-the-go natural daily Make-up haben. Deswegen benutze ich dann immer noch mal so einen hellen Lipstain. Der ist hier von Smashbox. Ich finde immer, so eine Farben stehen mir besser als so dunkle, knallige Sachen. Oder vielleicht habe ich mich auch einfach nur daran gewöhnt, nicht mehr mich überzuschminken. Mittlerweile ist das so, dass ich mich auch ungeschminkt schön finde. Und das soll jetzt auch nicht eingebildet oder sonstiges sein. Ihr könnt euch wirklich, fühlt euch schön.
Ich benutze auch ab und an mal die Mascara von Gigi Hadid oder wie sich das ausspricht, weiß ich jetzt nicht. Ich wollte ja mal übrigens ein Video machen mit wie spricht man aus, aber das hat sich irgendwie noch nicht so richtig ergeben. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst es mich gerne wissen. Das ist mein Under Rush Make-up. Wie findet ihr das? And I keep running on when I should stand still. Und ich sag euch, 5 Minuten. Innerhalb von 5 Minuten habt und ich hab nicht mal Make-up drauf. Das ist doch das Geile, oder? Also ich glaube, ich habe so eine Haut, dank ganz toller Produkte, die ich ständig benutze, kann ich mir das, glaube ich, auch gut leisten, dass ich nicht unbedingt ein Make-up brauche, um fresh auszusehen. Ja, und das wollte ich euch jetzt damit zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir bitte was Nettes. Ich würde mich freuen. Und meine letzten Videos findet ihr hier. Würde ich mich auch freuen. Und ein Abo natürlich hier oben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.